1. September 2013, Mönchengladbach Nordpark. Vor zünftiger Kulisse empfängt CDU-Bundestagskandidat Dr. Günter Krings die zahlreichen Gäste, die den Wahlkampfauftakt der CDU in Mönchengladbach miterleben möchten. Ein besonderer Anlass verlangt nach einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Und so entschied sich der Ortsverband für das Oktoberfestzelt im Nordpark. Jedes Detail stimmte und die Gäste konnten ihre Liebe zur CDU dieses Mal auch auf eine eher unkonventionelle Art und Weise zum Ausdruck bringen. Um kurz vor 11 ist das Zelt dann auch gut gefüllt und bereit für den Auftritt des heutigen Ehrengastes, Bundesumweltminister Peter Altmaier. Er kommt auf Einladung von Dr. Günter Krings nach Mönchengladbach, um die lokale CDU und damit auch Günter Krings auf dem Weg in den Bundestag zu unterstützen. Aber nicht nur Peter Altmaier wird mit großem Applaus von den Gästen begrüßt. Auch Boxweltmeisterin Ina Menzer darf sich über ein herzliches Willkommen freuen. Natürlich stehen noch heute die politischen Botschaften im Fokus. Günter Krings verweist zum Beispiel unter anderem auf die Rolle von Mönchengladbach bei der Energiewende. Vielleicht zu anderen Städten darf ich als Beispiel mal nennen, ist Mönchengladbach sehr weit führend, wenn es um den Ausbau der Windkraft geht. Und ich bin der Auffassung, Priorität ist in dem Bereich erst einmal, dass wir zum Beispiel an der Nordseeküste die dort vorhandenen Offshore-Windräder endlich ans Netz bringen, als in die Ballungsräume an Rhein und Ruhr noch unzählige neue Räder hineinzuquetschen. Eine passende Einleitung zum Hauptredner, Bundesumweltminister Peter Altmaier, der es nicht versäumte, die Bedeutung auch und gerade der Zweitstimmen bei der bevorstehenden Bundestagswahl zu betonen. Also natürlich werden die alle gewählt und die werden alle im Bundestag sein, aber es kommt auch darauf an, mit welchem Elan und mit welchem Nachdruck ein Kandidat die Unterstützung vor Ort hat. Und deshalb ist meine ganz, ganz herzliche Bitte, dass wir, auch wenn die Stimmung nicht schlecht ist, ich komme nochmal drauf zurück, auch wenn wir alle glauben, dass es ein gutes Wahlergebnis gibt, dass wir auch dafür sorgen, dass unsere Direktkandidaten das Ergebnis bekommen, das sie mit ihrer Arbeit verdient haben. Sorgen Sie dafür, dass die drei mit einem ordentlichen Ergebnis in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Des Weiteren nutzt Peter Altmaier die Bühne, um den Standpunkt der Bundes-CDU zur Energiewende darzustellen und zu begründen. Wir machen jetzt einen Strich. Wir erklären, diese Technologie ist nicht die Technologie für die nächsten Jahrzehnte. Und wir werden dafür sorgen, dass aus dieser Entscheidung etwas Gutes für Deutschland wird. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass der Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie für Deutschland der richtige Weg war und dass wir die Chance haben, am Ende dieses Weges stärker dazustehen, als wir es zu Anfang waren. Ein gelungener Auftakt in den aktiven Wahlkampf. So sehen es auch die Besucher der Veranstaltung. Mir hat es heute sehr gut gefallen. Ich habe Herrn Altmaier als sehr interessanten und kompetenten Redner kennengelernt. Fand ich rundherum prima. Ja, uns hat es ausgezeichnet gefallen. Wir sind heute extra frühmorgens losgestartet mit dem Fahrrad, um hier den Minister zu erleben. Uns liegt natürlich das Thema Energiewende sehr am Herzen und wir fanden es sehr informativ, was wir da heute gehört haben. Ja, ich denke, jeder, der zu Hause bleibt, darf eigentlich nach der Wahl nicht meckern. Jeder sollte sich Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Und von daher finde ich es wichtig, dass man zur Wahl geht. Nicht wählen bedeutet, sich auch nicht zu artikulieren, egal welcher politischer Meinung man ist. Und deshalb ist halt Wählen eines der ganz wichtigen Bürgerrechte, die sicherlich jeder auch wahrnehmen sollte.